wir beide aufpassen müssen, ist, dass wir dadurch unsere Leichtigkeit nicht verlieren. Ja, davor habe ich halt Angst. Ja. Dass wir halt zu kurz gekommen sind bei der ganzen Geschichte. Ja. Dass wir da irgendwie nicht wirklich diese Zeit investieren konnten, so intensiv, um uns auch nochmal kennenzulernen und die ganzen verschiedenen Aspekte und Facetten, die wir so haben. Ja. Ich meine, einerseits klar, also der Heiratswunsch ist weiterhin Bestand, aber ich habe das Gefühl, es fehlt noch irgendwie so viel Substanz. So Streitsituationen, Zusammenwohnen ist ja auch ein richtig wichtiger Faktor eigentlich. Voll. Da habe ich das Gefühl, es fehlt irgendwie so alles und habe da voll schon ein Stück weit auch Schiss. Ja, geht mir ähnlich. Aber es ist gut, dass wir Angst haben, weil das heißt, dass uns was bedeutet. Ja. Wir beide haben das Gefühl, dass wir uns beide noch nicht so wirklich zu 100% kennen. Und sei es in Urlaub fahren, sei es zusammenziehen, der erste große Streit, so elementar wichtige Situationen in einer Beziehung, die man mal durchlebt haben sollte, um zu schauen, ob es danach immer noch funktioniert. Ich denke mal, wir sollten die Zeit, auf jeden Fall die Tage, die wir jetzt noch haben, ein bisschen intensiver nutzen. Ja. Vor allem jetzt, wo alles steht. Stimmt. Katharina ist eine tolle Frau, sie hat eine tolle Aura, sie zeigt Wärme, sie zeigt Zuneigung. Sie ist auch bereit, Zuneigung zu zeigen. Das ist ja auch sehr wichtig heutzutage. Viele Faktoren, die dafür sprechen. Und den Bund der Ehe möchte ich nur einmal gehen und das dann, wenn möglich, für immer.